That's part of a cook and good for the rest of our lives. Ah, Spaghetti Bolognese, bleibt dran, Boys and Girls. Hallo Leute, ich habe wieder ein bisschen Lego gespielt. Heute bin ich mal der Held des Steins. Ja, jeder will wissen, was hier drin steckt in so einem Lego-Stein. Und wir gucken nach. Denn heute machen wir die Drunken Master Spaghettis. Und jetzt lüfte ich das wahnsinnige Geheimnis, was im größten Lego-Stein der Welt drin versteckt ist. Ja. Oh. Hey, hey, hey. Darauf lässt sich bauen, edles Tröpfchen Rotwein. Das brauchen wir für die Folge. Aber erstmal starten wir mit dem Bacon-Einspieler, würde ich sagen, um ein bisschen Freude zu generieren. Zünden! Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Da ist auch schon der Bacon in der Pfanne, ruckzuck geht das hier. Wow, da beschlägt auch schon die Cam. Schön umrühren, kross und lecker machen wie vom Bäcker. Bisschen Sugar rein, wenn's kross ist, genau. Bisschen karamellisieren und dann mit einem guten Schlückchen Red Wine hier aufmischen hier. Das ganze Gelumpe hier. Ne, ein bisschen aufkochen und dann sieht das hier so aus. Ja, genau. Fertig ist der Bacon, runter damit Baby und rein ins Hack hier zu den Zwiebeln. So, dazu Parmesanos nehmen hier, ja, den ganzen Berg und dann hier unsere Pizzagewürze, Pizza-Spice, ja genau, Freunde, da ist es. Und ein Ei hinterher geben, das ist unsere Hackmischung für unsere Birds. Da ist ein bisschen Ei reingefallen, das nimmt man wieder raus oder ein bisschen Schälchen. So, alles umwühlen hier, oh, das macht Spaß. Seht das, wie es kommt, ein bisschen Fausten hier, so, hier, zack. So, und jetzt ballert man dann ein paar Kügelchen raus. Kügelchen Nummer 1, hier, zack. Gleich fertig, so sieht das ungefähr aus. Ja, Schneeball groß, würde ich sagen, so muss es sein. So, und jetzt den Bacon hier. Einfach so ein Kreuz legen. Und dann so ein Bällchen des Glücks darauf platzieren. Und dann ein bisschen einwickeln, genau. Richtig, ein schönes Kreuz machen. Das machen wir mit allen. Und wir zünden schon mal jetzt den Grill an, würde ich sagen. Ja, zünden hier. Ich habe da so ein paar Steine reingelegt in meine alte Tonne hier. Dutch-Ofendeckel drauf. Und dann können wir hier schon mal anbrutzeln in der Pfanne hier. Oh yeah, Baby. So muss das aussehen. Ja, eine Frau war anwesend, muss ich zugeben. Die kommt in der Mitte hier. Genau. Gangbang hier. Ja, so. Und jetzt drehen wir die Dinger runter hier rum. Ne? So, die Frau wollte kein Bacon, also ohne Bacon. Aber schmeckt auch mit Bacon sehr gut. Andere Topf nehmen hier. Hier Knobi, Zwiebeln. Rein damit, ne? Freunde, anschwitzen hier. So, alles ab hier. Ja, ein bisschen durchrühren hier. So. Und dazu schon ein Schuss Weißwein. Da wird eine Weißweinsauce, Freunde. Genau. Zack, jetzt gibt es hier Hühnerfond. Reingeballert hier. Und natürlich Sahne. Richtig. Genau, in Angaben wieder unten in der Rezeptbox. Pfeffer dazu. Wir machen eine schöne Sahne. Weißweinsauce hier. Richtig. Hier ordentlich Pfeffer reinballern. Ja, und hier Salz hinterher. Genau. So, die Dinger sind so ein bisschen angebrutzelt. Sind natürlich durch, aber macht nichts. Die legen wir jetzt einfach ins Söschen fürs Höschen, Freunde. Ganz genau, von links nach rechts. So. Zack. Jawohl. Da können wir da schon mal den Deckel schließen hier. Hab noch einen übrig gehabt. So, höchste Zeit, diesen Klotz hier mal wegzuklotzen. Noch nicht klotzen, der klickert nicht. Ach ja, übrigens. Diese Nudeln hier, die kommen jetzt an die Reihe mit diesem schönen Hasenmann. Ah, sehr gut. Hier, hier, Feuer zünden hier, Highspeed. Es ist immer wieder ein Genuss für euch, Freunde. Ja, so. Und rein mit den Dingern. Ja, ganz genau. Wow. Was für ein Feuerwerk. Der Spitzenklasse. Ach, genießt die Show. So. Dutch drauf, genau. Links in die Fleischklöpse hier. Öl rein hier. Auch hier wieder ein bisschen Knobi.
Ein bisschen Thymian, ein Grünzeug hier. Was ist das hier? Keine Ahnung. Seht ihr unten im Rezept. Kein Ding, Freunde. So, rein pfeffern hier. Ein bisschen anschwitzen hier. So, ein bisschen Öl nachkippen. Das reicht noch nicht. So, jetzt gießen wir das Ganze auf mit ordentlich Wein. Rotwein, genau. So, ruhig alles reinballern hier. Kommen noch ein paar Pullen dazu gleich. Ja. Der Topf muss voll werden, denn darin wollen wir die schönen Nudeln fertig ballern hier. Genau. So. Und gucken hier schon mal rein hier. Boah, seht ihr, wie die brutzeln hier? Eieiei. Das Gute ist, wenn man hier reinguckt, ne, kann man den Topfdeckel einfach auf den anderen Dutch stellen. Ist das nicht gut? So, wir backen die Dinger noch ein bisschen mit Cheese hier. Ja. Oh, so sieht ja gut aus hier, da kann ich schaden hier, ne? So, schon alles rein und überbacken. So, drüben ist der Wein auch schon heiß geworden. Jetzt Zeit, die Nudeln reinfallen zu lassen. Ja, ja, richtiges Mikado hier, Freunde. Ja, könnte ein Bildschirmschoner werden, ne? Ja, so, die ziehen sich gleich voll hier, Freunde, und dann landen sie unten drin, ihr seht's. Kann man ein bisschen reindrücken hier, ein bisschen weich geworden. Ja, schön al dente kochen hier, was auf eurer Nudelpackung steht hier. Ne? So, und dann sieht das Ganze so aus hier. Wow, Red Wine Nudeln, eine Spitzenklasse. Yeah. Ich greife nochmal rein für euch. Ja, seht, wie es spritzt. Oh ja, yeah. Wie ein Alien, das zerfetzt ist. Ja, yeah, genau. Wunderbar. Oh, so, rüber hier in den Abtropftopf hier. Ne? So, Nudeln fertig. Dazu packen wir noch ein schönes Stück Butter oben drauf. Hat guter Trick vom Italiener hier. Dann kleben die Nudeln nicht. Ne? Einfach durchsickern lassen. Vielleicht noch ein bisschen bleibt da drin, du Lümmel hier. So, zack. Ne? Mischt man gleich noch ein bisschen durch mit der Butter. Oh, hier die Balls hier. Genau, so muss das aussehen. Runter damit. Mama mia, Pasta-Time, würde ich sagen. Dann nehmen wir uns hier erstmal ein schönes Rotwein-Pastachen. Eine ordentliche Ladung geworden, würde ich sagen. Ja, so. Ab auf den Teller damit. Für die Girls. Versteht sich ja. Und dazu ein schönes Fleischspälchen hier. Ah. Da ist es. Ein schönes Sößchen fürs Höschen nochmal drüber gießen hier. Ja, das ist ein Sahnesößchen, ja. Ganz genau. Und dann ein bisschen Grünzeug drüber werfen hier. Ja, Basilikum Sancti. Und schon, ne, essen es auch die Mädels. So, fertig ist es hier. Drunken Master Pasta. With oder wiss, Meat Ball. Rezept in der Infobox, Freunde. Na, dann wollen wir mal den Lümmel anschneiden. Ach so, bisschen gerade gerückt. Alles für die Fans. So, als erstes das Fleisch, würde ich sagen. Mal sehen, ob es durch ist. Natürlich ist es durch. Ist ja auch halb-halb, Freunde. Das sollte durch sein, Boys and Girls. Okay, schneiden wir uns mal ein Stückchen hier Fleisch ab. Mit Soße hier. Hier vorne auch noch ein bisschen. So. Probieren wir es mal das Fleisch pur. Was ist das für ein Grünzeug? Na ja, gut. Für die Girls stelle ich mich diesem Experiment. Mmh. Mmh. Man merkt den Weißwein. Mmh. Ausgezeichnet, würde ich sagen. So, Fleisch mit Drunken Noodles. Nudeln und drehen, wie beim Italiener. So. Und rein damit. Mmh. Mmh. Da fehlt mir persönlich noch ein bisschen das Fleisch. Es schmeckt zwar schon sehr gut nach einem schönen Rotwein. Also kann man Rotwein essbar machen jetzt somit. Und ein bisschen Fleisch dazu. Rundet das Ganze richtig ab. Boys and Girls, ballert euch rein.
Bis bald, Freunde. Ah, ich nehme hier noch einen Spaß. Ein bisschen Nudeln mit Rotwein und ein bisschen Fleisch obendrauf. Ja, Boys and Girls, ballert euch rein. Lasst euch diese Drunken Master Nudeln gefallen. Den Daumen nach oben und teilt es einfach mal irgendwohin. Jedem eurer Freunde. Ach ja, beim Grillstar Saisoneröffnung. Wir sind wieder dabei. Also wer da Lust und Laune hat, kann uns da besuchen. Eintritt frei.